Die Millionenmetropole Berlin. Weltweit einmalig ihre beiden Zoos und das Aquarium. Im Ostteil gelegen der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. Nur 15 Minuten vom Fernsehturm am Alex entfernt. Mit der U5 direkt zu erreichen. Mitten im Park das Schloss Friedrichsfelde. Es begeistert mit seinen herrlichen Malereien, stuckverzierten Wänden und seinem hochherrschaftlichen Ambiente. Und schafft eine außergewöhnliche Kulisse für Empfänge, Konzerte, Hochzeiten, Filmaufnahmen oder Tanzkurse. Mit bis zu 120 Gästen können Sie hier feiern. In den Salons im Erdgeschoss, im Gartensaal, im Konzertsaal oder im gesamten Schloss. Im Westen der Stadt liegt der Zoo. Er ist der älteste Deutschlands, der artenreichste der Welt. Der nahegelegene Bahnhof ist nach dem Zoo benannt. An- und Abreise kein Problem. Unter einer imposanten Glaskuppel liegt das Reich der Flusspferde. Wer ihnen zuschauen oder sie bei seinen Veranstaltungen als Zaungäste dabei haben möchte, kann im Publikumsraum mit 120 bis 150 Personen an Tischen feiern. Ob privat oder geschäftlich, im Flusspferdhaus bekommt jede Veranstaltung eine einmalige Note. Ein weiterer ausgefallener Ort für ihre Feiern ist das neu erbaute Vogelhaus. Es beheimatet exotische Vögel von 4 Kontinenten. In den Flughallen bewegen sich alle Tiere frei und sie mittendrin. In dieser Pracht und vor dieser Geräuschkulisse sind kleine Empfänge und Trauungen möglich. Unweit vom Elefantentor des Zoos liegt das Berliner Aquarium. Es gehört zu den größten und bedeutendsten weltweit. Es fehlt nicht viel und sie sind mitten unter Haien, Piranhas und Rochen. Eine Handbreit entfernt vom Korallenriff finden regelmäßig Candlelight-Dinner statt. Der Publikumsraum bietet Platz für 120, das gesamte Erdgeschoss für 200 bis 300 Personen. Vor der imposanten Kulisse wird das Essen unter Wasser zu einem romantischen wie kulinarischen Erlebnis.